So, wir sind am 15., am Montag, dem 15. im Frühling. Leben vom Land. Es ist Lachsbärenzeit. Im ganzen Land sind Büsche voller saftiger kleiner Beeren und du kannst sie einfach pflücken. Sie zu ernten ist ein großartiger Weg, um ein wenig Geld dazu zu verdienen. Morgen wahrscheinlich wieder Sonne. Ja. Juhu, morgen ist Sonne. Hallo mein Liebling, ich weiß, dass du gerade erst mit dem Gärtnern angefangen hast. Deswegen wollte ich dir einen kleinen Tipp geben. Die meisten Pflanzen wachsen nur in einer Jahreszeit. Wenn der Sommer kommt, werden all deine Frühlingspflanzen vergehen. Also plane gut. Oma Evelyn. Okay. Wir werden jetzt erstmal gießen. Liegt bei Marburg. Nee, bei Wetzlar. Und wir brauchen gleich zum Ernten. Ich glaube, der Kohl ist fertig hier. Ja, da brauchen wir eine Sense für. Die Reihe noch. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das überhaupt jetzt ernten können. Ob wir das überhaupt gießen können, wenn es noch voll ist, weil bei den anderen Sachen können wir es nicht. Okay, können wir? Nein, können wir nicht. Alles klar. Dann die Blumen hier noch. Und ein kleiner Tipp noch, Tulpen nicht verkaufen. Mist. Hab ich dann alles gegossen? Moment. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, ja. Wir müssen jetzt nur noch einmal die Sense benutzen. Wir brauchen eins davon hier. Die Tulpen kommen hier oben rein. Und den Rest verkaufen wir dann, wenn wir gleich Saat kaufen gehen. So. Und haben wir. Sehr schön. Wir haben 3x8 Felder. So, dann machen wir das. Ne, die Gießkanne erst auffüllen. Und heute sammeln wir erstmal nur Lachsbeeren. So, das bleibt hier. Das nehmen wir mit. Das wird alles verkauft. Sehr schön. Da oben ist noch ein Lauch. Und hier sehen wir schon die ersten Lachsbeeren. Das sind die roten Dinger hier. Und die geben 25 Energie, wenn man sie isst. Also besser als die Frühlingszwiebeln mit, was war das? 5 Ener nee, 13 Energie. Dann machen wir jetzt eine schöne Runde. Ich muss jetzt nur kurz nachrechnen, wie viele Tage wir noch haben. Also der Tag, wenn wir es pflanzen, zählt nicht mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 Tage haben wir. Okay. Wir verkaufen erstmal. Weg, 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 weg. Ja. Also der braucht 12 Tage. 24 brauchen wir. 24. Okay. Gut, das war's hier schon.
Lachsbärenzeit. Gib mir die Lachsbären her. Da müssen wir auch hin. Also wir müssen wirklich alles absuchen. Diese Lachsbärensträucher sind überall zu finden. Außer am Strand. Und ja, ich glaube, 3 oder 4 Tage kann man die sammeln. Ich glaube, Freitag ist es dann vorbei. Oh. Pfui, es stinkt. Warum ist sie verschlossen? Ich will die Kanalisation erkunden. Ich denke, Gunther hat den Schlüssel. Gunther? Der vom Museum, genau. Professor Gunther, der Mann, der das Museum leitet, warum denkst du, dass er ihn hat? Hm? Ich habe mal einen großen, alten, rostigen Schlüssel aus seinen Taschen fallen sehen. In eine gruselige Kanalluke wie dieser kann nur ein großer, alter, rostiger Schlüssel passen. Was war das? Irgendetwas darin bewegt sich. Ich gehe nachgucken. Keine Angst. Hallo? Ist da jemand? Und da waren die Kinder schnell weg. Okay. So, Lea will auch gehen. Warum ist eigentlich die Musik schon wieder aus? Das ist doch kacke. Ich will die Musik haben. So, da ist einer. Zwölf Stück haben wir schon. Hier unten sind sehr, 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 sehr viele. Und wir können auch noch Frühlingszwiebeln sammeln. Da drüben 4 Stück. Bloß nicht runterfallen. Nein. Ja, aber wenn es hier runterfällt, ist weg. Da kommen wir nicht mehr dran. So, das hier noch. Und da oben war, glaube ich, noch ein... Ja, hier ist noch ein wilder Meerrettich. Und wir haben schon 26 von den Lachsbären gesammelt. Das ist gut. Weil normalerweise am ersten Tag, wo die zu sammeln sind, sind davon gar nicht mal so viele Büsche da. Also die nächsten Tage werden eindeutig besser werden. Da ist sonst nirgends rechts. Sehr schön. Als hier mit Lachsbärenzeit, Lachsbärenzeit. Gib mir die Lachsbären her. Und das war jetzt nur hier unten der Wald, wohlgemerkt. Wir gehen jetzt einmal hier hoch. Kein neuer Stein aufgetaucht. Auch was Feines. Und hätten wir gestern nicht, da ist auch, da komme ich nicht dran. Sauerei. Weg. Wir pflanzen jetzt erstmal kurz. Dann gehen wir einmal hier oben lang.
Also hier sind auch zwei Lachsbeersträuche. Hier unten. Da kommen wir hin, wenn wir vor dem Bus nach links gehen. So, hier. Da unten ist was rot. Das hier nehmen wir natürlich auch mit. Da ist auch noch einer. Gib her. Meins. 40 Stück. Das ist gut. 40. Aber wir sind ja hier noch nicht fertig. Da ist noch einer. Und links können auch noch welche sein. Einer. Ja, das war's dann. Schade. Sehr schade. Hallo? Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zum Strand, gucken, ob wir da noch irgendwas bekommen. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, wo Abigail ist, weil wir müssen ihr diese Woche auf jeden Fall zwei Geschenke machen. Warum Abigail? Weil sie am einfachsten zu beschenken ist momentan. Glasscherben. Und wir wollen ja für den Blumentanz eine Tanzpartnerin haben. Und wenn wir jetzt Abigail nichts schenken, dann kann es sein, also wenn wir niemanden auf zwei Sterne haben, dann gehen wir zum Tanzen komplett leer aus. Was nicht so schön ist. Warum ist hier keine Musik? Hä? Erklärt mir das mal bitte. So, das kommt hier hin. Die kommen hier. Entschuldigung. Die kommen hier rein. Das kommt hier hin. Und dann machen wir heute, die kommen hier hinten hin, weil die brauchen wir jetzt immer wieder. Und dann machen wir heute noch ein paar Steinchen weg. Ach, shit. Wir wollten ja bei Robin ein Silo in Auftrag geben. Und dienstags ist Robin immer beim Aerobic. Das bedeutet, wir können erst übermorgen ein Silo in Auftrag geben. Das ist blöd jetzt. So. Ja, wir machen hier jetzt noch so viele Steine wie möglich weg. Ich will jetzt auch kein Essen irgendwie ausgeben. Haben wir noch 11, 1, 2, 3, 4, einen können wir noch. Gut. So, wollen wir uns mal für morgen vorbereiten. Das Ding kommt hier rein. Das kommt, nee. Das kommt hier rein. Dann brauchen wir die Gießkanne für morgen. Die Spitzhacke. Und einen Amethysten. Weil dann kriegt Abigail nämlich morgen ihr Geschenk. So, einmal Lucky streicheln. Und steigen wir irgendwo hoch? Nein. Dann bis morgen.